bereits gelaufen ist. 59 Mal standen sie sich bisher gegenüber und dabei gab es bisher sage und schreibe 32 Niederlagen für die Lauterer und sie mussten in diesen gesamten Spielen, in den 59 Spielen, schon 131 Gegentore hinnehmen. Das also spricht für sich. Der Fußballer sagt, in einer solchen Situation, gegen die haben wir die Seuche, versucht aber trotzdem natürlich alles, um den Status quo zu ändern. Da bietet man auf, was Rang und Namen hat und selbst wenn Rang und Namen noch ein bisschen verletzt ist, Rang und Namen ist dabei. Reinhold Beckmann hat den Beweis. Kunz kommt von Köln und es lief ja auch schon wieder ganz rund für Stefan Kunz, zumindest beim Warmmachen. Muskelverletzung also nahezu ausgestanden und dazu die herzliche Begrüßung durch die Fans. Und weil außerdem Thomas Ritter nach seinem Rippenbruch wieder mit dabei war, herrschte gleich gute Laune auf dem Betzenberg. Kaiserslautern von links nach rechts. Erster Ballkontakt, Stefan Kunz klinkert dazwischen. Aber nachgesetzt. Und dadurch ist Kuka auf einmal völlig frei. 45 Sekunden gespielt, erste gute Chance für die Gastgeber. Und damit war die Richtung schon mal vorgegeben. Lautern machte Druck. Gladbach sortierte noch die Viererkette. Noch einmal. Der Fehler von Kastenmeier, Stefan Kunz Einsatzfreude bescherte die Torchance. Und Kuka fehlte noch etwas die Zielgenauigkeit. Lautern war von Beginn an auf richtige Betriebstemperatur eingestellt. Variabel im Sturmspiel, weil Kuka, Marschall und Kunz ständig ihre Position wechselten. Und außerdem Marco Haber hier am Ball die rechte Seite stark machte. Marschall. Lufthoheit für die Lauterer. 20 Minuten vorüber. Gladbach hatte den ersten Betze-Druck einigermaßen überstanden. Bachiru Salou. Herrlich. Das 0:1. 21. Minute. Wir gönnen uns noch mal die Zeit. Fehler Nummer 1. Ritter verliert das Laufduell gegen Bachiru Salou. Dann die Flanke in den Rücken von Roos und dieser steht viel zu weit von Herrlich entfernt. 18. Saisontreffer des Gladbachers. Lautern war nur kurzzeitig beeindruckt, legte dann wieder zu. Olaf Marschall. Breme und Kampf. Gladbachs neu formierte Viererkette, weil Nielsen gesperrt ist und auf 9 verletzt ist, verlor unter dem Lauterer Angriffsdruck immer mehr an Souveränität. Ungeschnitten diese Szene. Ritter. Keine präzisen Pässe mehr aus der Abwehr heraus. Cutlets, Dauerdruck. Breme, einmal links, einmal rechts. Und Kampf. Bremes technische Fertigkeit immer noch ein Genuss. Eckball Lautern, Miroslav Cutlets. Auf der anderen Seite, wie immer auf links, Andreas Breme. Und noch einmal Cutlets. So wurden sie durcheinander gewürfelt. Marschall, der Ausgleich, 34. Minute. Wie sagen Fußballtrainer immer, Fußballspiele werden mit dem Kopf entschieden. So ist es, zumindest beim FCK. 14 Kopfballtore in der Bundesliga, das ist konkurrenzlos. Noch einmal, die Flanke von Cutlets. Und Marschall besser postiert als Andersen, der hier nicht so glücklich wirkt. Der FCK nach dem Ausgleich im Blenden der Spiellaune. Besonders Marco Haber, auch wenn er hier kurzzeitig den Ball verliert. Da hat er ihn wieder. Marco Haber. Und das ist Michael Klinkert, hatte sich leicht verletzt. Kosmetische Arbeit wird sicherlich dann in der Halbzeit geleistet. Wieder Marco Haber. Überragend auf der rechten Seite. Dietmar Hirsch mit vielen Problemen. Fast alle gefährlichen Situationen entwickelten sich über rechts. Halbzeitstand 1:1. Toller Angriffsfußball der Lauterer gegen kaltschnäuziges Konterspiel der Gladbacher. Da kam er zurück. Kosmetisch aufgebessert. Der Abwehrspieler der Gladbacher. Zweite Hälfte, gleiche Bälle. Kaiserslautern läuferisch unglaublich stark.
Wieder Marco Haber. Je näher der Abschied rückt, umso besser werden seine Spiele. Und die Stuttgarter werden sich drüber freuen. So, Dietmar Hirsch war da nicht mehr auf dem Platz. Martin Schneider dafür. Dann endlich mal wieder ein Gladbacher Angriff. Aber mehr der Sorte harmlos zuzuordnen. Anders die Lauterer. Konterfußball. Breme auf Kunz. Und Kuka. Genial, einfach genial. Mit der kleinen Kritik zu versehen. Wieder mal die Chance nicht verwertet. 60 Minuten vorüber. Flügelspiel und zumeist immer über rechts. Kuka, Zweikampfsieger gegen Fach, der ihn jetzt Mann deckte. Und Sforza. Ein Traumtor. Und Bussi, Kuss für die Fans zum Abschied. Da kann man nur genüsslich staunen, respektvoll zuschauen. Ein klasse Treffer. Wir schauen noch mal hin. Kukas Pass in den Rücken der Gladbacher Abwehr und dann dieses Punkt. Und auch Schiri Wiesel war ganz beeindruckt. Wie wir gleich sehen. Ciriakos Sforza und sein Treffer. Er sollte ja schon wegen Konditionsschwächen ausgetauscht, aussortiert werden. Aber jetzt hat er den Fitnesstest bestanden, sich berappelt und spurtet auch heute wieder so flink, wie es sein Name verspricht. Seltene Entlastung jetzt für Borussia. Lässt sich Bahiru Salou etwas fallen. Nach dieser Attacke von zwei lauterer Spielern. Freistoß. Hochstetter. Und Fach. Der Ausgleich. Oh, Fußball, wie schaurig schön kannst du manchmal sein, wird sich Friedel Rausch gedacht haben. Holger Fach, bis dahin nur absoluter Nebendarsteller auf dem Feld. Köpf zum 2-2 ein und Andreas Reinke kalt gelaufen, weil überhaupt nicht mehr geprüft. Wird selbst wissen, dass dieser Treffer auf seine Kappe ging. Und nebenbei bemerkt, Fachs Treffer, ein persönliches Jubiläumstor, denn schließlich war es heute sein 100. Bundesligaspiel für Gladbach. Der Ausgleich hatte den Lauterern das Herz gebrochen. Auf einmal ging nichts mehr und zudem navigierte Reinke jetzt blindlings durch seinen Strafraum. Gary Ehrmann wird schon mal seine Handschuhe zurechtgelegt haben auf der Ersatzbank. Carsten Meyer Chance sehen wir noch einmal. Vorbereitung durch Effenberg, der sonst sehr zurückhaltend wirkte. Kastenmeier mit der Chance zum 3-2. Die Nerven lagen jetzt etwas blank. Selbst Friedel Rausch verlor für ein paar Sekunden die Kontenance. Aber Anerkennung, wie Lautern gegen dieses Missgeschick ankämpfte. Die letzten Minuten. Breme. Und die Chance für den eingewechselten Dirk Anders. Aber dann war Schluss. Kaiserslautern 2, Gladbach 2. Selbst Schiedsrichter Wiesel war nach diesem Tempospiel ganz schön groggy, ziemlich außer Puste. Der letzte Pfiff mit letzter Kraft. Puh, es bleibt dabei. Die Gladbacher sind des Teufels Schreckgespenst. Drei Spiele in dieser Saison, kein Sieg, obwohl die Lauterer heute so nah dran waren. Und auch Bernd Kraus hat seinen Frieden mit dem Betzenberg geschlossen. Hier hat er sein erstes Spiel als Trainer erlebt und verloren. Hier hat er seine einzige rote Karte seiner Karriere gesehen. Aber heute hat er dem Betzenberg einen Punkt gestohlen. Reaktion zum Spiel von Boris Stark. Ciriakos Sforza nach dem ganzen Rummel.